Bist du nicht aufgeregt? Easy! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hallo? Easy! Oh, hi! Ich habe, während du geschlafen hast, schon mal das ganze Haus blau angemalt, damit wir uns schon mal richtig einstellen können auf den Tag. Hast du das? Ja! Wie cool das aussieht! Ronja, ich habe da ein Loch in die Wand geschossen. Ist nicht schlimm. Überleg vielleicht, leg vielleicht die Waffe weg. Ja, aber ich dachte, ich übe schon mal für unseren Job als Polizistin. Als Polizisten? Freust du dich schon? Yeah. Oh, warte, warte, ich muss meine Uniform anziehen schon mal. Aha, wir müssen uns noch umziehen. Okay, okay. Okay, Sekunde. So, ich bin umgezogen. Als ob du so schnell bist. Ja, klar, ich habe das schon geübt, damit ich mich direkt im Beruf umziehen kann, falls es zum Beispiel zu einer kritischen Situation kommt. Ich bin auch so weit. Oh mein Gott. So, bin so aufgeregt. Lange habe ich keinen neuen Job mehr angefangen. Bei der Polizei zu arbeiten. Vor allem. Warte, aber wir sind gar nicht in der gleichen Station, oder? Du hast deinen Job ganz woanders. Was? Die haben mir das noch nicht gesagt. Oh mein Gott. Die Waffe weg, sonst wirst du gleich wieder in... Ja, aber sonst feuern die dich. Das weißt du doch nicht. Okay, Entschuldigung. Kann ja sein. Ah, warte mal. Nee, ich muss wirklich zur anderen Station. Du musst ehrlich zur anderen Station? Ich habe einen Plan geguckt. Ja, wir sehen uns später, Ronja. Okay, dann bis nachher. Okay, ich fahre nicht alleine zur Station. Tschüss. Polizeistation. Ich werde bestimmt ein hervorragender Polizist. Ich habe alle meine Moves geübt. Ich kann Karate, ich kann Kung Fu, ich kann Judo und ich kann Selbstverteidigung. Oh, hier arbeitet schon meine Kollegin. Es tut mir wirklich sehr leid. Hier scheint wohl irgendwas schiefgegangen zu sein. Dann schreibe ich mal. So, an meine Kollegin. Guten Morgen. Guten Tag, Kollegen. Hallo, wie geht's hier euch bei der Polizei? Hallo. Die Chefin ist im Haus. Hallo, wird hier mal irgendwas gesagt? Sie sind die Chefin? Ja, ich bin die Polizeichefin. Guten Sie Morgen. Sind neu hier, oder? Sir, Madam. Madam heißt es immer noch. Aber ja, willkommen. Du bist neu hier? Dann. Ich bin neu hier. Ist mein erster Tag. Ich bin bereit. Du kannst erstmal den Job hier vorne am Tresen übernehmen. Okay. Also was muss ich machen, wenn Leute Sachen einfach melden? Einfach auf Anrufe reagieren und alle Beschwerden werden ernst genommen. Ist das klar? Alles wird ernst genommen. Verstanden. Okay, alles klar. Dann gehe ich jetzt mal auf Einsatz. Okay. Ich nehme mal ein paar Anrufe entgegen. Vielleicht meldet sich ja jemand hier. So. Ich glaube, die haben alle keine Beschwerden, aber die melden sich hier gar nicht. Die stehen alle bei meiner Kollegin an. Ich glaube, die wollen gar nicht zu mir. Vielleicht haben die kein Vertrauen in mich als Polizistin. Das kann natürlich sein. Was macht die hier? Entschuldigen Sie, Ma'am. Ma'am, ich muss Sie bitten zu gehen. Hallo? Hallo? Hallo, bin ich hier richtig bei der Feuerwehr? Oh ja, ja, Polizei, aber genau. Oh. Sie können sich gerne hier an mich wenden. Hallo, wer redet denn da mit hier, mir? Hier Hallo? Rechts, hier rechts. Also, nee, mein rechts. Welchen rechts denn jetzt? Schauen Sie, warten Sie. Hallo, können Sie mir vielleicht helfen? Ich kann Ihnen helfen. Hallo, die Kollegin vorher war so unfreundlich zu mir. Ah, das tut mir leid. Ich wollte mich beschweren. Über wen wollen Sie sich beschweren? Über die Blonde, die da eben saß. Über die Blonde, ja, die ja, da ja, eben saß. Ja, über die Blonde, verstehe. Was ist genau die Beschwerde? Ich nehme das hier sehr ernst natürlich. Ich schreibe das alles mit. Ich habe meine Katze verloren, die sitzt auf einem Baum. Katze verloren, Baum. Ja. Wie groß ist der Baum? Wo steht der Baum? Also, es ist nicht auf dem Baum. Nicht auf dem Baum. Ist einfach nur verloren. Ist verloren. Wann haben Sie die Katze das letzte Mal gesehen? Selbstverständlich. Ja, heute Morgen. Heute Morgen? Ja, da war sie noch da. Okay, verstehe. Und sie saß auf meinem Frühstücksteller und jetzt war sie weg. Jetzt war sie weg. Nach dem Frühstück war sie weg. Wie kam sie denn raus? Oh mein Gott. Entschuldigen Sie, Ma'am, aber ich muss mich vielleicht hier um Wichtigeres kümmern. Ich habe nur so einen Magengrummeln. Vielleicht sollte ich mal ins Krankenhaus gehen. Sie sehen auch gar nicht so gut aus. Danke für Ihre Hilfe. Ja. Habe ich die Handschellen angelegt? Nein, oder? Habe ich nicht. Oh mein Gott! Oh Gott, das ist die Polizeistation. Das ist kein sicherer Ort. Oh, da bist du ja, Kätzchen! Habe ich dich wohl zum Frühstück verspeist. Oh mein Gott, die alte Lady. Bitte gehen Sie. Gehen alle nicht. Warum hält sich hier keiner? Die hat Sprengstoff. Nein, das ist eine Straftat. Wieso kann ich die nicht festnehmen? Hey, 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 hey. Lady. Das kann doch nicht sein. Oh mein Gott. Jetzt meine Mitpolizeifrau. Ja? Hallo. Hi. Hallo, ich brauche Hilfe. Okay, komm mal mit raus. Hier drin ist gerade nicht sicher. Was ist denn passiert? Okay. Aber ich suche meine Mami. Bist du meine Mami? Ich bin nicht deine Mami. Wie sieht denn deine Mami aus? Du meine Mami. Musst du nicht zur Schule gehen? Ich muss zur Schule, aber meine Mami ist nicht da. Deine Mami ist bestimmt beim Arbeiten. Geh mal in die Schule. Komm, ich bring dich hin. Mein
Meine Mami ist nicht auf der Arbeit. Deine Mami ist meine sicher. Mami ist, die, wo ist, soll die arbeitet gar nicht. Deine Mami arbeitet sicher. Nein, die komm arbeitet mit. Nicht. Doch, komm mal mit. Wir bringen dich mal zur Schule. Aber Frau Polizistin, Sie müssen doch Ihren Job richtig machen. Ich mache meinen Job richtig. Und zwar habe ich dich zur Schule gebracht. Ja, aber ich bin doch noch ein Kindergartenkind. Wieso soll ich denn jetzt zur Schule gehen? Du bist ein Kindergartenkind? Wie alt bist du denn? Ja, ich bin in die Kita. Ich bin 5. Oh, dann musst du tatsächlich in die Kita. Ich dachte vielleicht, du wärst schlau und wirst früh eingeschult. Kann ich ja nichts dafür. Ich bin auch schlau. Ja, dann geh in die Schule. Ah! Selber schuld. Geht sie tatsächlich in die Kita? Ich glaub's nicht. So, okay. Bist du jetzt hier? Du bleibst jetzt hier, okay? Haben wir uns verstanden? Wie spät ist es denn? Kann ich hier schon Mittagspause machen? Ich glaube, ich kann schon Mittagspause machen. Okay, dann. Oh, ich brauche dringend Hilfe. Ich habe mir das Bein gebrochen. Was? Hallo? Hallo? Kann mir jemand helfen? Du? Was? Hallo? Warum gehst du nicht zum Krankenhaus, wenn du dir das Bein gebrochen hast? Aber ich bin noch hier bei der Polizei und meine Krücke klemmt auf dem Rücken. Okay, verstehe. Ja. Dann kommen Sie gerne mit rein und ich nehme Ihren Fall auf. Wirklich? Soll ich nicht lieber ins Krankenhaus gehen? Wenn Sie hier eine können Anzeige mich, machen können wollen... Können Sie mich bitte tragen ins Krankenhaus? Ich kann Sie auch tragen ins Krankenhaus. Oh, das wäre sehr nett. So. Moment mal, jetzt trage ich Sie. Oh, andersrum, das, bitte. Das ist nicht richtig. Nee, das dann, ist nicht hier. Ja, das ist eine gute Idee. Bitte sehr schön. Einmal ins Krankenhaus. Ins Krankenhaus, kommt sofort. Andere Richtung! Immer bitte dran denken, die Polizei ist Ihr Freund und Helfer. Da habe ich mich fast verlaufen, aber keine Sorge, ich kenne mich nicht. Entschuldigung, mit dem Kopf. Aua, mein Kopf! Ja, kann ja passieren hier, ist mein erster Tag. Achtung! Ich bin alleine. Na. Okay. Ärztin! Gern geschehen, Wiedersehen. Hallo, ist hier irgendwo eine Ärztin? So, ich denke, da kann ich jetzt auch mal Feierabend machen, habe ich einen guten Tag hinter mir. Dann treffe ich mich gleich mit der Easy im... Ich glaube, im Restaurant war das hier irgendwo um die Ecke. Ich denke, ich werde mit dem Polizeiauto fahren dürfen. Das ist ja auch quasi nicht mein Arbeitsauto, sondern Ronja! Mein richtiges Auto. Hallo! Easy! Wollen wir zum Restaurant? Kann ich einsteigen? Ja, gerne doch. Yes, let's go! Okay, du weißt, wo das Restaurant ist, bei dem wir gebucht haben? Ich habe keinen Schimmer. Okay, kein Problem. Ich bin ein hervorragender Autofahrer. Außerdem habe ich den Firmenwagen irgendwie hier geschnappt. Ich denke, der wird... legal? Klar, ich arbeite bei der Polizei, dann darf ich auch... Oh, guck mal, ich bin sogar richtig. Wow! Danke! Wow, so. Du hast sogar ganz gut geparkt. Ich weiß, hä? Vielleicht kommt das mit dem Job. Auf einmal kann ich Auto fahren. Warte ganz kurz, ich schließe hier noch das Auto ab und zack, einmal abgeschlossen. Klar. So. Okay. Du musst hier an den Tisch setzen. Dann hätte ich jetzt gerne mal ein Glas Orangensaft. Ein Glas Orangensaft, aber hier ist niemand. Sollen wir den jetzt machen? Keiner? Nee. Ah, warte, dann hole ich uns was zu essen hier. Okay, mach das. Oh ja, vielleicht ist es beim Drive-In gar nicht schlecht. Kannst du mir... Magst du vielleicht ein Sandwich haben? Nee, einen Donut. Gibt's hier Donuts? Weiß nicht, ich habe jetzt ein Sandwich für dich geholt. Ich guck mal hinter hier, ob es irgendwo Donuts gibt. Ja. Richtig Lust auf einen. Oh, ja, ich habe einen Donut gefunden. Ich habe einen. Oh, perfekt. Ja, nice. Perfekt. Du, Ronja, ich bin gleich wieder da. Kannst du mich ganz kurz entschuldigen? Ich muss mal für kleine Mädchen. Okay, ja, bis gleich. Ich habe ja meinen Donut. Ich habe mir eine Tonne, wo ich auf die Tür gehen kann. Ciao, ciao. Oh Gott. Ist hier irgendwas? Das war eine Waffe, oder? Da hat jemand... Oh mein Gott. Oh, ein Polizeiauto. Das kann ich ausrauben. Das hey. Wo sind die Schlüssel? Oh, hallo. Madam, ich wollte nur gerade das deine ausrauben. Ciao. Hey, okay. Bitte dagegen. Sofort stehen bleiben. Hände hoch. Hände hoch. Ich bin die Polizei. Hände hoch. Dann kann ich Ihnen Handschellen anlegen. Hier. Das ist alles gar nicht wahr. Das ist ein Missverständnis. Bitte. Nein, Sie wollen mich doch nicht wirklich einsperren, oder? So, bitte einmal mitkommen. Ich glaube, das wollen Sie gar nicht. Nein, das will ich gar nicht. Doch, das will ich. Natürlich will ich das. Ich will Sie einsperren. Sie gehören ins Gefängnis. Oh, wieso tun Sie das mit mir? Sie können doch nicht in der Öffentlichkeit hier rumschießen. Was ist denn das? So, jetzt hier einmal mitkommen. Oh nein. So, ins Polizeiauto steigen. Hinten. So. Hinten. Ich bin doch hinten. Ja, aber da können Sie ja hier nur mal runterspringen. Wie weit hinten soll ich denn noch sein? Ja, anders hinten. So. Was erwarten Sie von mir? Genau, so ist richtig. Wunderbar. Ich bin vorne. Ja, vorne, hinten. Ist alles das Gleiche. Ah ja. So. Ist Ihre erste Straftat, nehme ich an? Naja, ich habe schon eine Menge Straftaten gemacht. Ah. Ich bin da stolz drauf. Schade. Dann ist das einige Zeit im Knast. So. Sie sind ja wohl kein Richter, oder? Sie sind doch nur Polizist. Okay. Falsch. So, jetzt. Genau, richtig. Hier, einmal rein.
Hallo, ich würde mich gern bewerben. Ich möchte bei der Polizei arbeiten. So, an meine Kollegin. Der junge Mann hier, der hat, wollte das Deiner ausrauben. Was soll das sein? Der gehört erstmal in die Gefängniszelle. Du bist überhaupt kein Polizist. Du kannst nicht einfach so tun, als wärst du Polizist. Ich bin Polizist. Ich nehme überhaupt keine Handschellen ab. Oh nein, ich wurde gekündigt. Du wurdest gekündigt? Ja. Nanu. So. Hier. Darf ich hier schlafen? Ist das meine Zelle? Das ist nicht deine Zelle. Sondern? Deine Zelle ist nämlich hier. So. Aber da kann ich... Nee. Rein hier. Nein. Bitte zu nicht. Zu den Laden. Bitte lassen Sie mich nicht hier drin verrotten. Viel Spaß da drinnen. Ich glaube, ich habe aber auch Feierabend. Das ist jetzt ja schon 5 Uhr nachmittags. Ah, dann jo, kann dann, ich mich herauslassen, oder? Ah, nee, du bleibst hier über Nacht. Und dann morgen können wir ja sehen. Vielleicht hast du deinen Anwalt. Du kannst gerne deinen Anwalt anrufen, falls du irgendwie hier denkst, du kommst raus. Ah, ansonsten denke ich, ja, viel Spaß im Gefängnis. Danke, danke, danke. Wiedersehen. Danke. Ah, was für ein erfolgreicher erster Arbeitstag. Ist jetzt auch schon spät. Kann ich nach Hause fahren? Ich würde sagen, oh, da freue ich mich schon. Kann ich mit dir easy drüber reden? Frei! Oh mein Gott, die ist ausgebrochen. Das gibt's doch nicht. Die Blöde. Hey. Da, erstmal die Waffen nehmen hier. Was? Oh mein Gott, nein, hier sind ja Waffen. Hey, bitte bleiben Sie stehen. Meine Chefin kündigt nicht mehr, wenn Sie nicht gefangen bleiben. Ausbruch, ich bin hinter Ihnen. Nein. Doch. Hey, ja, doch. Alle beide. Stehen bleiben. Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Ah. So. Ah, ich wurde getroffen. Getroffen? Von wem? Nein. Vielleicht hat meine Kollegin sich drum gekümmert. Ich hoffe es einfach mal. Dann gehe ich mal nach Hause. Bitte überfahren Sie mich nicht. Das ist aber eine Prime Opportunity. So. Ah, oh. das tat weh. So, ich glaube, der bricht so schnell nicht mehr aus. Gut, dann, den kann ich hier liegen lassen. Das Krankenhaus ist ja direkt daneben. Wiedersehen. Hi. Hi, Ronja. Und wie war dein erster Tag bei der Arbeit? Ah, nee, danke. Ich hatte schon ganz viele. Ich habe gelernt, wie man Donuts isst, wie man faul rumsitzt und wie man Leute verhaftet, die unschuldig sind. Bei mir kam eine alte Lady, die wollte sich ihre Katze finden und die hatte die zum Frühstück gegessen. Und die hat sie dann wieder hochgewürgt. Das ist ja auch schon mal passiert. Das ist ja auch schon mal passiert, das ist ja widerlich. Oh Mann, ich bin richtig müde. Okay, gut, ich gehe auch mal schlafen. Gute Nacht. Ist das mein Bett hier? Das ist dein Gute Bett. Gute Nacht. So, das war's mit dieser Folge. Ein Tag bei der Polizei ein Tag bei der Polizei arbeiten. So rum, das ist das richtige Wort. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert unbedingt den Kanal. Dann verpasst ihr keine coolen neuen Brookhaven-Videos mehr oder auch andere Videos, die ich mache. Schaut unbedingt auch bei der Easy vorbei. Die macht auch coole Roblox-Videos. Und wenn ihr Ideen habt, was ihr gerne als nächstes sehen möchtet, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und genau, falls ihr mitmachen möchtet, wie zum Beispiel das eine Mädchen heute, was bei der Polizei mitgearbeitet hat, dann könnt ihr das gerne schreiben und vielleicht können wir irgendwie ein Auswahlverfahren uns irgendwie überlegen, damit jeder von euch mal mitmachen kann. Irgend sowas in die Richtung. Oder was sagst du, Easy? Ja, das klingt richtig cool. Alles klar, cool. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, ciao!